Herzlich willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen. Regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Didi Schacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß. So, und da sind wir auch schon drin. Erste Folge Premium Talk mit Didi Schacht. Aufstiegsheld 1991-92, die Saison, als es für Schalke hochging, damals in die erste Liga. 30 Jahre konnte sich Königsblau halten. Dann ging es wieder runter. Aber das tut der Freude am königsblauen Fußball für dich natürlich keinen Abbruch. Du bist regelmäßig im Stadion. Und begrüßen darf ich auch zur ersten Folge den Weltmeister von 1990, mehrfachen deutscher Meister, zweimal auch Pokalsieger mit Schalke 04 geworden und etliche Erfolge mehr. Ganz lieben Dank, dass du hier bist, Olaf Thon. Dankeschön. Ja, großartig. Erste Folge trägt so prominente Gäste. Und ich würde sagen, Didi, wir lassen dem Gast den Vortritt und direkt mal das erste Wort von Olaf Thon zur Themenlage, die wir hier heute haben. Es geht um die erste Liga, es geht um die zweite Liga. Es ist ja so, dass wir im Premium Talk immer alles bespielen, was Relevanz hat im Profifußball. Aber natürlich müssen wir beginnen mit der Nachricht des Januars 2024, der Tod von Franz Beckenbauer. Ist für dich auch noch eine ganz aktuelle Geschichte, denn du warst ja vor wenigen Tagen, und zwar am vergangenen Freitag, bei der Trauerfeier in der Allianz Arena. Gerne mal berichten, was du da erlebt hast. Ja, wir waren natürlich alle traurig und bestürzt, wussten aber um die Problematik, weil wir haben uns in Grassau im Sommer getroffen, im letzten Jahr, und extra 2 Jahre vorher. Sonst haben wir uns immer alle 5 Jahre getroffen, und dann haben wir gesagt, weil seine Frau Heidi gesagt hat, dem Franz geht es nicht so gut, lass uns das organisieren, und haben wir gemacht. Und leider konnte er da schon nicht kommen. Und deswegen wussten wir darum, dass es irgendwann dazu kommt, dass er nicht mehr lebt. Und dann kam die Nachricht, und ja, jetzt in München am letzten Freitag waren wir fast alle komplett da. Die, die irgendwie es möglich machen konnten, sind da gewesen, in der Allianz Arena, über 30.000 Leute da gewesen. Das war sehr emotional und kaiserwürdig. Kaiserwürdig, auch zum Beispiel dank der Rede von Uli Hoeneß, eine sehr bewegende Rede. Was hat dir gut gefallen? Inwiefern war es? Also wenn der Uli spricht, dann kommt immer was ganz Besonderes. Ob man dann das ein oder andere sagen muss, sei dahingestellt politisch. Aber das war aus dem Herzen heraus, das war nicht abgelesen, sondern das war wirklich gesprochen zu einem Freund, auch der Familie. Aber auch die anderen Reden von Steinmeier oder Söder, sehr, sehr gut, auch vom Präsidenten des FC Bayern, Heiner. Sehr emotional haben die Leute mitgenommen, und obwohl es da eisig kalt war, wurde es uns heiß und warm ums Herz. Aber alle traurig, nur irgendwann müssen wir alle mal gehen. Auch der Kaiser, und von daher blicken wir, ja, oder ich vor allen Dingen auch, und viele andere, die mit ihm zu tun hatten, natürlich gerne zurück, wenn ich mit ihm Kreis spielen durfte. Das war eine Eleganz, die er da hatte, oder 1990, als ich dann im Halbfinale den letzten Elfmeter schießen durfte, oder auch, wo er ausgeholfen hat, wo wir mit Bayern noch Meister wurden, 94, und, tolle Erinnerungen, und ja, er war wohl der Allergrößte. Gerne mal eine kleine Anekdote von dir. Was verbindest du mit Franz Beckenbauer? Also klar, so ein bisschen was hast du schon angesprochen, aber du hast ja eben viel unter ihm erlebt. Er, dein Trainer, zum Beispiel eben 1990, als Deutschland den dritten Stern hat holen können. Du hast in der Vorrunde bereits gespielt, du hast das Halbfinale durchgespielt, den letzten Elfmeter verwandelt gegen England, und er war der Teamchef. Wie war da die Beziehung Spieler-Trainer? Ja, die war relativ locker, aber er war natürlich so nicht so richtig zum Anfassen, sondern halt so eine Lichtgestalt. Und vor allen Dingen war ich ja mit der Jüngste im Kader, und ich kann mich erinnern, als wir vor dem Spiel, das war so 13, 14 Uhr, Mittagsschlaf mit Hansi Flügler, ich war mit ihm auf einem Zimmer, klopfte es, wir waren beide am Schlafen. Ja, auf einmal steht der Franz in der Tür, 6 Stunden vor dem Spiel gegen England, und fragte mich: Hallo Olaf, ne? Entschuldigung, dass ich störe, traust du dir zu, heute zu spielen? Und dann habe ich noch so ein bisschen müde, habe ich gesagt, ja, weswegen bin ich sonst hier? Dann hat er gesagt, das wollte ich hören. Hansi Flügler hat gelacht, mir die Schulter geklopft: Olaf, das wird dein Spiel. Und so war es dann auch. Wahnsinn. Das heißt,
immer so ein Stück weit über den Dingen schweben, ne? So hast du es gerade beschrieben, klare Ansagen und hinterher gab es ein Sonderlob. Das ja, und wenn der Kaiser mal böse wurde, zu wem auch immer, es war immer kaiserlich. Also ich erinnere mich an Lothar Matthäus, den er immer beschimpft hatte von der Seitenlinie, als der spielte, weil ich ja mehrmals auf der Ersatzbank war und konnte das mit anhören. Sobald das Spiel vorbei war, hat er den in den Arm genommen, hat gesagt, Lothar, du bist mein bester Mann. Ne? Der wollte ihn halt immer motivieren und das hat er auch geschafft. Wusste er, wo er die Spieler zu packen hatte. Der WM-Triumph sicherlich so auch einer der größten Momente in deiner Sportkarriere. Du hast ihn da als Trainer erlebt, Didi. Du hast ihn als Spieler erlebt vom Fernseher. Wir haben gerade zu Beginn, also bevor wir hier aufgezeichnet haben, darüber gesprochen, wer welche Verbindung mit Franz Beckenbauer hat. Und du sagst es als Kind, dass das erste Mal, dass du richtig so ein WM-Turnier miterlebt hast, das war 1974. Da hast du ihn erlebt natürlich, als er als Spieler den Titel holte, als Gesicht der Mannschaft. Gerne mal deine Anekdoten dazu. Ja gut, als Kind war Franz Beckenbauer schon auch für mich immer was Besonderes, wie er Fußball gespielt hat. Bei der WM hat man gesehen, dass er vorne weggegangen ist. Er war ja praktisch der Trainer dieser Mannschaft, wenn man mal ganz ehrlich ist. Auch in vielen Berichten oder wenn man heute hört, wenn man mit ehemaligen Spielern spricht, die sagen das auch, der Franz hat den Ton angegeben. Aber ich bin zwar kein Weltmeister wie Olaf, aber ich habe auch was mit Olaf gemeinsam und auch mit Franz. Ich durfte auch mit ihm 5-2 spielen, damals beim HSV. Ich bin damals vom MSV Duisburg, war ich 3 Tage dort bei dieser sensationellen Mannschaft in Hamburg damals zum Training. Dort war der Innenverteidiger oder Vorstopper damals noch, Dietmar Jakobs. Und dann habe ich dort 3 Tage mittrainiert und Franz war auch da. Da durfte ich mit ihm 5-2 spielen. Das war Wahnsinn. Habe ich noch nie gesehen, sowas links wie rechts. Also unglaublich, als wenn er über den Platz geschwebt ist und der Ball einfach nur wirklich sein Freund war. Und ich durfte dann auch in dem Trainingsspiel, was wir gemacht haben, wir haben jeden Tag gespielt, Ernst Happel war Trainer und Ristic war Co-Trainer damals, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann durfte ich immer mit Franz in einer Mannschaft spielen. Und ich weiß noch, und ich, Franz, schwimm mal rüber, war ich auch noch so forsch. Und das war schon unglaublich. Also warst du sein Katsche? So ja, so ähnlich. Ich war sein Katsche. Ja. Nur ich habe ein bisschen anders ausgesehen. Schwarzenbeck. Ja, ich weiß, ich kenne Katsche Schwarzenbeck auch noch. Und ja, das war schon ein Erlebnis und das werde ich auch niemals vergessen. Und für mich auch in den Jahren danach unglaublich. Ich fand ihn immer toll, wie er sich gegeben hat in der Öffentlichkeit. Immer freundlich, charmant und einfach toll. So haben wir alle die Erinnerung an die Lichtgestalt Franz Beckenbauer, die jetzt nicht mehr unter uns weilt, aber die Erinnerungen bleiben natürlich. Und was wir natürlich auch alle wissen, und jetzt versuche ich mal die Brücke zu schlagen zum Aktuellen. Er war natürlich die prägende Figur beim FC Bayern München. Ja, und beim FC Bayern München in der jetzigen Situation, und jetzt kommen wir wirklich mal auf das Bundesliga-Geschehen zu sprechen, läuft es nicht ganz so rund, wie viele das vor der Saison noch prognostiziert haben. Viele neue Spieler, neuer Trainer, Thomas Tuchel, einer, der für den Erfolg steht. Und natürlich ist jetzt immer noch einiges möglich für den FC Bayern. Ne? Stand Mitte, Ende Januar 2024, aber es läuft vieles eben auch unrund. Im DFB-Pokal sind sie schon frühzeitig raus, in der Champions League haben sie natürlich noch alle Chancen, in der Bundesliga sind sie aber aktuell in der virtuellen Tabelle, es ist ja noch ein Spiel weniger, gegen Union wird ja am Mittwoch noch gespielt, 4 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Und was jetzt ganz präsent ist, die 0-1-Niederlage gegen Werder Bremen. Ja, hätte keiner so auf der Rechnung gehabt. Deine Einschätzung, was passt da nicht? Was läuft aktuell nicht rund beim FC Bayern? Erstmal schätze ich an zu sich Thomas Tuchel als Trainer sehr. Aber nach meiner Meinung ist er immer noch nicht so angekommen in München, wie sich das die Verantwortlichen vorgestellt haben. Er hat es irgendwie auch nicht einfach. Erst vom ersten Spieltag an wurde er kritisiert. Sei es von Hamann, sei es von Matthäus. Die haben ihn kritisiert, weil er den nicht aufgestellt hat oder weil er ein bisschen dünnhäutig war. All das. Und die Mannschaft ist für mich irgendwie so eine große Wundertüte. Mal spielen sie in der Innenverteidigung hinten mit Umbergano überragend. Und gestern konnte man wieder sehen, dass diese Innenverteidigung auch sehr statisch ist, sehr unbeweglich. Und die Bremer haben es richtig gut gemacht. Die haben auf Konter und auf Konter gespielt, auf Fehler gewartet und haben dann schnell und geradlinig nach vorne gespielt. Und wenn Neuer nicht 1-2 Mal überragend gehalten hätte, dann hätte das auch höher ausgehen können. Auch wenn Bayern in der zweiten Halbzeit Druck gemacht hat. Aber es war so richtig hundertprozentige Torchancen waren nicht dabei. Kane hatte auch nicht gestern seinen besten Tag. Sané hat häufiger verzogen, hat aus der zweiten Reihe probiert. Und alles im Allem ist, die Konstanz fehlt.
Sie sind einfach nicht konstant, die Spieler, ich finde, in ihren Leistungen. Die spielen zu statisch, ausrechenbar. Also man weiß, der Sané geht von rechts nach innen und macht es nicht so wie Robbery, als die noch spielten, ne? Robben und Ribéry. Dann einfache Ballverluste, wo dann die ganze Mannschaft in der Vorbewegung ist, Vorwärtsbewegung, und dann mit schnellen Spielern von Werder Bremen haben sie immer wieder Löcher gerissen. De Ligt und Upamecano sind dann doch oder wirken dann oft hüftsteif, sind nicht langsam, aber trotzdem dann in der Bewegung machen sie dann auch Fehler, auch so wie Davis beim Tor. Ja. Ne? Das sind so ganz einfache Fehler, und wer die macht, der ist zweiter Sieger. Und es wird ja auch jetzt schon gemunkelt, ne? Je besser Alonso mit Leverkusen spielt, umso mehr kommt Tuchel unter Druck. Ja. Ne? Und das sind so Spielchen, die Trainer dann leider immer mitmachen müssen, oft zu Unrecht. Aber wenn beim FC Bayern, wenn du nicht an der Spitze stehst und bist im Pokal ausgeschieden, dann wird es sehr, sehr schwer. Und Leverkusen hat natürlich auch das Quäntchen Glück, im richtigen Moment auch die Tore nach Standard zu machen, und setzt den FC Bayern mehr und mehr unter Druck. Und ich habe zwar 6 Jahre beim FC Bayern gespielt, aber ich wünsche mir nach 10 Jahren auch mal wieder einen neuen deutschen Meister. Ja, würde so ein bisschen Dynamik in die Bundesliga bringen und die Attraktivität natürlich auch nach außen hin noch mal ein bisschen steigern. Da ist dann Spannung drin in der Bundesliga, heißt es dann wieder. Und genau das wollen wir alle. Das kann ja der Liga nur gut tun. Es sei denn, man ist eben jetzt großer FC Bayern-Fan, dann sagt man, nee, ich hätte nichts gegen noch eine Meisterschaft. Aber du hast gerade die Kritik am Trainer angesprochen, Didi Schacht. Es ist ja so, gestern kam auch wieder ordentlich Kritik. Ich glaube, auch Lothar Matthäus hat gesagt, dass er zum Beispiel bemängelte, dass Goretzka nicht von Anfang an spielt. Der hatte tolle Trainingsleistungen gebracht, auch in Portugal beim Trainingslager. Und kam dann, glaube ich, erst eine Viertelstunde vor Schluss für Guerreiro rein. Da sieht man bei Lothar, was der alles weiß. Ne? Der kennt die Trainingsleistungen der Spieler. Ne? Ja. Also ich glaube, da hängt man das viel zu hoch. Natürlich ist der nicht beim Training dabei und hört vielleicht was. Ne? Aber das ist doch, der Trainer, der stellt ja keine Mannschaft auf, oder einen Spieler, der super trainiert hat, warum stellt er den nicht auf? Hm. Das wird schon Gründe haben. Ne? Also nur, obwohl es mich ein bisschen überrascht hat, Kimmich war nicht mit dem Trainingslager in Portugal. Ist Vater geworden. Ne? Ist Vater geworden, und Goretzka war dabei. Und trotzdem hat er sich am Ende für Kimmich entschieden. Mhm. Und was ich auch gestern, er hat ja Interviews gegeben nach dem Spiel. Und dann hat der Tuchel ja gesagt, meine Mannschaft hat alles vermissen lassen, was zum Fußball gehört, das, Leidenschaft etc. Aber die haben schon alles versucht, finde ich. Ne? Also, und ich finde dann aber auch, da ist dann in meinen Augen auch ein bisschen der Trainer gefordert in dem Moment, wenn er sagt, meine Mannschaft hat das vermissen lassen, das vermissen lassen, das vermissen lassen, das. Dann muss er mehr Kämpfer auch aufstellen. Dafür bin ich verantwortlich als Trainer. Ja. Da muss ich gucken, dass mehr Leidenschaft auf dem Platz ist. Ja. Ich kenne doch meine Spieler. Ich weiß, wer Leidenschaft hat. Ich möchte gerne mal zitieren. Er hat nach dem Spiel gesagt, 2 Zitate habe ich hier rausgesucht. Das eine: Wir haben gespielt, als würden wir 10 Punkte in der Tabelle führen und hätten jetzt am kommenden Dienstag noch ein Champions League Spiel. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, Übermut und Schongang, dann passiert so eine Niederlage mal. Ne, aber das zeigt schon, er ist da sehr angefressen. Ich habe das ganze Spiel gesehen, aber mach ruhig die Genau, das zweite ist ein bisschen kürzer. Da hat er gesagt, ich habe keine Lust mehr zu sagen, dass wir gut trainieren. Das glaubt uns ja eh keiner mehr. Ja, genau, darauf kommt es nicht an, sondern genau auf dem Feld, wie Otto Rehagel ja immer gesagt, da kommt es drauf an. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das ganze Spiel gesehen, und die waren, ja, bemüht ist ja dieses negative Wort. Und wenn du dann mal dich so verrennst und die Chancen nicht reinmachst, dann läufst du der Musik hinterher, bekommst einen Konter und verlierst das Spiel. Das kann passieren, aber beim FC Bayern ist das natürlich brutal, und du als Trainer hast nicht viele Patronen mehr, um aus der Schusslinie rauszukommen. Also von daher, von Anfang an, wie Didi auch sagte, schwerer Stand für Tuchel, und es bleibt weiter so, weil es scheint so zu sein, dass er nicht auf die richtigen Spielertypen setzt, die richtige Mischung zu haben, dass sie erfolgreich sind. Und deswegen hat Lothar Matthäus vielleicht auch recht, indem er sagt, warum spielt der Trainingsbeste nicht Goretzka nicht von Anfang an? Also wir sind natürlich beim Training nicht dabei. Nein. Aber da wird was dran sein, dass man es mit dieser Mannschaft besser machen muss. Jetzt kommt natürlich immer sofort dann diese Mentalitätsdebatte auf. Könnt ihr gerne mit reinbringen, wenn ihr sagt, das hat damit was zu tun. Da halte ich mich jetzt mal so ein bisschen zurück. Aber Fakt ist eines, ich glaube, wer war es? Manuel Neuer sagte, wir müssen endlich mal den Kopf kriegen, dass wir Jäger sind und nicht mehr Gejagter. Ne? Die Ernsthaftigkeit, die Situation mal wirklich so anzunehmen, wie sie ist. Normalerweise kennt man es als FC Bayern jetzt auch zu Beginn der Rückrunde, dass man schon ein paar Punkte vorne ist,
1 bis 10 gab es alles schon oder mehr. Fakt ist, das ist dieses Jahr nicht so. Es gab auch noch nie in der Geschichte der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt der Saison zwei Mannschaften, die mehr als 41 Punkten hatten. Und jetzt Leverkusen 48 Zähler nach 19 Spieltagen, das ist natürlich schon eine Ansage. Und das sind die Bayern vielleicht auch aus der Liga nicht mehr gewohnt. Und das mal jetzt in den Kopf zu kriegen, jetzt brennt es, jetzt müssen wir da sein. Wir können uns es nicht wie sonst in den letzten Jahren immer mal leisten, auch hier und da mal ein paar Punkte zu lassen, weil dieses Jahr ist der Widerstand zum Beispiel eben von Leverkusen zu groß. Ist man nicht gewohnt, aber das muss in die Köpfe rein, sagt Manuel Neuer. Und wenn der Neuer das sagt, dann scheint da ja irgendwie was nicht in den Köpfen zu sein. Ja, es sieht wohl so aus, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das sind Nationalspieler, die spielen auch in der Nationalmannschaft, sind sie auch die Gejagten. Das muss man ganz, oder da sind sie auch Jäger mittlerweile geworden mit unserer Nationalmannschaft. Und in der Champions League sind sie auch Jäger, weil es dort auch noch bessere Mannschaften gibt als den FC Bayern. Bei in der Vorrunde sind sie locker durch. Vorrunde marschieren sie immer durch, das ist immer okay. Aber dann, sobald es weitergeht, sind sie auch Jäger. Es kommt auch immer darauf an, wie ist die Auslosung. Und wenn sie dann gegen Real Madrid spielen oder gegen Manchester City, sind sie auch Jäger. Und ich finde, ein Fußballprofi beim FC Bayern, der müsste, wenn er verpflichtet wird, weiß er sowieso, warum er für den FC Bayern spielt. Du musst immer gewinnen, das ist einfach so. Und das muss der Spieler vom ersten Tag an verinnerlichen. Und ich finde, ob ich Jäger oder Gejagter bin, also für spielt mich auch keine Rolle, ist das gleich. Also da man sich überhaupt über sowas Gedanken macht und dass Manuel Neuer sowas überhaupt sagen muss, finde ich an für sich schon sehr traurig. Aber wenn du 10-mal hintereinander deutscher Meister wirst, dann kommt irgendwann mal eine Mannschaft und der Punkt, die besser sind, muss man doch einfach mal akzeptieren. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Nur Bayern, der FC Bayern vielleicht. Ne? Mit Dortmund. Bayern hat es ja mit Dortmund auch vor 10 Jahren gehabt. Ja. Und vielleicht haben sie auch gegen Bremen gedacht. Ich habe gestern irgendwo gehört, 28 Jahre hat Bremen kein Spiel dort gewonnen. Und na, ganz so lange ist es nicht, Oder damals noch mit Mesut Özil, ich glaube, das war vor 10 Jahren etwa. Ja. Aber vielleicht haben sie es auch im Kopf gehabt. Ach, Bremen, komm. Und das machen wir mal wieder. Wir sind doch vorne, der Harry Kane wird schon treffen. Oder sagen, nee, macht irgendeiner, irgendwas wird schon passieren. Oder vielleicht ein Kopfball. Naja, also das ist... Ich hab mir gestern nur gedacht, wie ich jetzt, wenn ich Trainer wäre, was würde ich machen? Ne? Also ich würde auf jeden Fall den Sané anders funktionieren lassen in dieser Mannschaft. Weil der rennt sich immer so fest und ist so ballverlustig, auch in der Nationalelf, der ja auch da im Spiel, glaube ich, gegen Österreich eine rote Karte bekommen hat, jetzt auch weiterhin gesperrt ist, glaube ich, 3 Spiele, was Disziplin betrifft und das Spiel 1-gegen-1, dass oft die falschen Leute in die Position kommen und wo es viel zu eng ist, da muss man das Spiel viel breiter machen, um dann Harry Kane auch mehr einzusetzen. Es kommen fast keine Flanken von außen und die haben so ein statisches Spiel, was dem Gegner es leicht macht zu verteidigen. Also ich glaube, der Tuchel ist da auf dem falschen Weg und diese Niederlage wird ihn zwingen, umzudenken. Und gegen Union Berlin werden sie höchstwahrscheinlich gewinnen, das Nachholspiel. Aber dann sind sie 4 Punkte schon hinten dran. Mhm. Und dann kommt es ja irgendwann zum Showdown jetzt in den nächsten Wochen. Und wenn Leverkusen da gewinnen sollte und dann haben die mal 7 bis 10 Punkte Vorsprung, dann sehen wir einen neuen deutschen Meister. Probleme, Afrika Cup, Abstellung hat Leverkusen mehr. Boniface ist verletzt, der erst im April frühestens wieder, der wird keine große Rolle mehr spielen. Dann haben sie noch 1, 2 andere in der Deckung. Noch, genau. Tatsuba Kusunu. Und die haben ja heute, habe ich noch in der Zeitung gelesen, die wollen jetzt noch kräftig investieren in 2 Spieler, richtig gute. Nur wo bekommt man solche Spieler, die internationales Niveau haben? Mhm. Unheimlich schwierig. Ne? Aber dem Alonso traue ich es zu. Mhm. Und deswegen traue ich dem Alonso auch zu und dem FC Bayern, weil der Uli Hoeneß hat bestimmt schon da am Tegernsee gesessen und so überlegt, ach, der Alonso, schöner Name, kein Rennfahrer, ist ein Trainer, ne? Der sich jetzt gemacht hat in der Ausbildung in Leverkusen in kürzester Zeit. Und das könnte auch dem FC Bayern nochmal so einen Schub geben, aber schlecht für Tuchel. Ja, ja, und da sind wir schon bei Leverkusen, hast du gerade schon angesprochen, da läuft es richtig gut mit Xabi Alonso, haben das erste Pflichtspiel 2024 in Augsburg mit der Schlusssirene sozusagen gewonnen durch Ezequiel Palacios, jetzt Piero Hinkapier mit dem 3-2 auch wieder in der Nachspielzeit in Leipzig. Was sagt das über eine Mannschaft aus und sind das genau die Spiele, die du ziehen musst, um am Ende Meister zu werden? Das war so ein richtiges Statement, fand ich. Ja, die zeigen vor allen Dingen, dass sie an sich glauben, dass sie nicht aufgeben, dass sie bis zum Schluss Gas geben. Und dann hast du auch das Glück des Tüchtigen. Ganz klar. Und
Wir haben es in Augsburg gehabt und jetzt, es war ja ein Wahnsinnsspiel, Red Bull Leipzig gegen Leverkusen. In der ersten Halbzeit waren die Leipziger überlegen, trotzdem hat Leverkusen schon gut mitgespielt. Und in der zweiten Halbzeit haben sie die Initiative übernommen und haben den Rückstand weggesteckt und sind dann gekommen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, zwei Abwehrfehler nach Standards führten zu den Toren. Schlager hat zweimal geschlafen, aber auch da waren sie da. Ne? Der Spieler ist durchgelaufen, der Tar. So. Und die Ecken kamen auch. Ja, die Wenn ich die Standards bei Bayern zum Beispiel gesehen habe, auch in den letzten Wochen, dann entweder kommen die zu hoch oder zu flach oder die Kopfballspieler sind nicht so stark wie die Leverkusen. Ja. Ne? Also da scheint ein kleiner Unterschied zu sein, warum Leverkusen besser wirkt auch und in den letzten Minuten die Moral hat, so ein Spiel noch zu biegen, was ja normal immer die Stärke des FC Bayern ist. Ne? Und was mir aber auffällt, ist, die Mannschaft insgesamt funktioniert besser. Sie spielen besser zusammen. Da sind nicht so viele Einzelleistungen, weil die spielen Fußball. Mhm. Und bei Bayern, da nimmt Sané den Ball, dann ein ausspielen, zwei ausspielen, drei ausspielen. Wirt, wenn der am Ball ist, der spielt einen aus, vielleicht nochmal einen zweiten, aber dann kommt ein guter Pass. Oder er wird von den anderen Spielern eingesetzt, die auch ein, zwei ausspielen, dann kommt der Pass in die Tiefe. Sie gehen auch vorne gut in die Tiefe rein, haben natürlich auch schnelle Leute außen, wo sie kommen. Und das ist im Moment, muss man ganz einfach sagen, Leverkusen spielt den besten Fußball. Leverkusen ist momentan die beste Mannschaft in Deutschland und steht zu Recht dort oben. Ja, und mich würde es auch freuen, wenn sie es mal schaffen. Und haben tolle Spieler, so wie den Hofmann, der von Gladbach kam. Ja, ja. Super Transfer gewesen und Wirtz. Für mich absolute Weltklasse und besser als Musiala, der einen Kreuzbandriss hatte und nach seiner Verletzung jetzt so stark geworden ist. Also der reißt die mit und macht den Unterschied aus, ist für mich so ein kleiner Messi. Also wie der am Ball, wie der den behandelt, fantastisch. Und da würde ich auch dem Nagelsmann raten, das muss die Nummer 10 im Spiel der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft sein. Ja, Florian Wirtz vom Kölner Bolzplatz hin in die Weltspitze. Ganz großartig, immer wieder ein Genuss, ihm zuzuschauen. Und was ich auch beeindruckend finde bei Bayer Leverkusen ist, dass sie mit einer Konsequenz und Ruhe ihre Dinge zu Ende spielen. Auch in der 90. gibt es da keine hohen langen Bälle oder irgendwelche Verzweiflungsaktionen. Wir müssen jetzt noch mit dem Brecheisen irgendwie den Sieg. Nee, das wird wirklich komplett konstant durchgespielt, dieser technisch feine Fußball. Also das ist schon auch irgendwo beeindruckend, diese Selbstsicherheit, dieses Selbstverständnis, am Ende das Ding noch ziehen zu können. Und zweimal sind sie dafür belohnt worden. Aber das ist von Xabi Alonso, der das zu seiner damaligen Zeit, als er bei Bayern gespielt hat, da haben die Bayern nämlich auch so gespielt. Egal, ob die zurückgelegen haben, egal was war. Sie haben bis zum Schluss ihren Stil durchgespielt und sind am Ende dann immer belohnt worden. Und dann sagte man immer, ach, die Bayern und ihr Glück. Aber das haben sie sich auch erarbeitet damals. Und er hat das genau so 1:1 übernommen, als Trainer seiner Mannschaft beizubringen. Und das ist Woche für Woche im Moment zu sehen. Schlussstatement, ne? Ja, so ähnlich. Schlussstatement zu dem Thema, Olaf, wird es diese Saison einen neuen deutschen Meister geben? Wird es mit Wirtz einen neuen deutschen Meister geben? Didi hat es gesagt, ich bin der gleichen Meinung. So wie es jetzt aussieht, kommt es dann nochmal im direkten Duell, wo Leverkusen nicht verlieren darf. Und wenn sie das schaffen, glaube ich, werden wir einen neuen deutschen Meister erleben. Aber das ist ja das Schöne, die Bundesliga ist wieder richtig spannend und man kann nicht sagen, wer deutscher Meister wird. Und das war ja im letzten Jahr schon ganz eng, wo die Dortmunder, genau, ich muss ja immer aufpassen mit, wo ich bin, wo ich Dortmund sagen kann oder nicht. Aber man kann ruhig Dortmund sagen. Ne? Wir nennen das Kind hier immer beim Namen. Ja, ja, aber die haben in der letzten Saison das verpennt und in diesem Jahr spielen sie keine Rolle, fangen sich aber langsam, haben gut eingekauft und da denke ich, wird der nächste Kandidat sein, der dann im nächsten Jahr die Meisterschaft gewinnen kann. Also von daher spornt das alle an und das ist gut so. Weil wir wissen ja, die entscheidenden Monate sind März, April. Champions League, Dreifachbelastung. Genau, die Bayern nicht mehr haben. Leverkusen schon mit Europa League, DFB-Pokal und der Meisterschaft. Aber kann auch ein Vorteil für Bayern dann sein. Ja, eben, genau. Könnte, aber ich bin trotzdem der Überzeugung. Diesmal lege ich mich fest, Bayer Leverkusen wird deutscher Meister. Okay, haben wir jetzt mal. Wir würden was drauf wetten, ne? Würden wir mal. Ja, ja. Klares Statement jetzt hier schon im Januar, 4 Monate vor Saisonende. Ja, wir haben Ahnung. Ne? Erstens das und zweitens steht der Podcast ja für Klartext und den haben wir jetzt auch zu dem Thema gehört. Erstmal da vielen Dank und jetzt gehen wir eine Etage tiefer.
ja, noch nicht ligatechnisch, sondern zunächst mal von den Platzierungen her und gucken mal ganz kurz auf den ersten FC Köln. Wir decken immer so ein bisschen das ab, was gerade eine große Relevanz hat. Man könnte über jeden Verein sprechen, da gibt es immer Themen, aber erste Liga will ich nur noch mal kurz den FC anreißen, weil das auch eine besondere Situation ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast, Didi oder eben auch Olaf, dass es einen Verein gibt, der klar sportlich mit dem Rücken zur Wand steht, ein Jahr lang, zwei Transferperioden, keine neuen Spieler verpflichten darf und dann eben aber auch noch diese Personalprobleme hat. Also da kommt ja alles zusammen, was schlimm und schlecht ist für das Herz eines jeden FC-Fans. Also das ist schon momentan, da muss man leidensfähig sein am Rhein, ne? Ja, leidensfähig ist gut. Das, wie du sicherlich weißt, ist 1. FC Köln nicht unser Verein. So. Nein. Aber ich denke ja auch schon ein bisschen weiter, wenn sie im nächsten Jahr in der zweiten Liga spielen und wieder keine Spieler holen dürfen, wird es vielleicht für unseren Verein, den FC Schalke, einfacher, da oben wieder anzuklopfen an der Tür zur ersten Liga. Ja, das, da kommt natürlich wirklich alles zusammen, dürfen keine Spieler verpflichten, wichtige Spieler sind gegangen, der Trainer ist weg mit Baumgart, neuer Trainer ist da, der sicherlich ein neues Feuer entfachen kann. Ich halte Schulz für einen ganz guten Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn er noch nicht so viele Stationen hatte. Aber Pauli hat das richtig gut gemacht. Pauli hat gut. Basel, in Basel war er schnell weg. Gehabt. Aber in der Schweiz ist es auch schwer, als deutscher Trainer zu sein, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe es mit Peja Libarski in Liechtenstein zusammen erlebt. Wir hatten dort auch einen sehr schweren Stand, obwohl wir auch Erfolg hatten. Also beim FC Vaduz. Beim FC Vaduz, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war der Trainerwechsel auch in Ordnung, weil Baumgart hat in letzter Zeit zu viel an die Öffentlichkeit immer wieder, hat sich beschwert und war unzufrieden. Und irgendwann ist auch die Zeit von Baumgart mal vorbei. Auch seine Motivation und mit Mütze da draußen stehen. So irgendwann, wenn du keine große Fluktuation innerhalb des Teams. Aber wie schnell das geht, dass ein Trainer verbrannt ist. Das war die Allzweckwaffe für Köln. Alle wollten den Baumgart ja haben. Köln hat ihn bekommen und war sehr zufrieden. Ja. Aber dass der sich dann nach gefühlt anderthalb Jahren so abnutzt. Ja. Und das zeigt doch, das kann nicht der richtige Weg sein, als Trainer zu funktionieren. Und auch Schweiz angesprochen, wenn ich doch weiß, die wollen mich nicht haben, dann gehe ich doch da gar nicht hin. Ja. Ne, das sind doch Dinge, die müssen einfach passen und das entscheiden. Und das gilt auch dann, wenn wir vielleicht nachher zur zweiten Liga kommen. Kontinuität auf der Trainerposition ist das A und O. Und das kriegen ganz, ganz wenige Mannschaften hin. Und da, wo es funktioniert, in Freiburg zum Beispiel oder auch in Mainz oder bei anderen Vereinen, da funktioniert es. Und da muss man den Finger in die Wunde legen und versuchen, da eine Kontinuität herzustellen. Ja. Ja, bei Baumgart waren es jetzt etwas über 2 Jahre. Aber klar, du hast schon recht. Es ist natürlich schon so, dass du dann irgendwann den Unmut auch spürst, der also da ist. Schnell dann, ne? Ja, es ist so knapp 2 Jahre und man denkt, oder hier, Rehagel war gefühlt 30 Jahre bei Werder Bremen. Ja. Ne? Oder Finke und wie sie alle hießen. Ne? Ja, aber ist ja auch eine erstaunliche Zahl. Ich weiß nicht, ob die noch Aktualität hat, aber ich bin mir relativ sicher, dass es noch so ist. Die Lebensdauer eines Bundesliga-Trainers hat im Schnitt 1,5 Jahre. Ja. 1,5 Jahre. Die durchschnittliche Lebensdauer eines... Die wichtigste Position im Verein. Trainers beim jeweiligen Verein, ja. Das die müsste bei 5 Jahren sein. Ja. Werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben. Bei dieser Schnelllebigkeit des Profis. Ja, aber die können doch nicht alle dumm sein, sondern die versuchen doch auch, an den wichtigen Positionen die besten Leute zu haben. Und wenn du im Vorstand bist, willst du ja auch einen starken Trainer haben und auch über eine längere Zeit. Ne? Und das geht ja auch mit dem Trainerteam einher. Das sind ja immer dann 5, 6, 7 Leute, die dann oft mitgehen und dann neu kommen. Also eine neue Struktur muss aufgebaut werden. Deshalb wird sich das höchstwahrscheinlich irgendwann drehen. Da müssen vielleicht andere Leute früher gehen. Ja, es ist aber auch, man muss ja auch ganz sagen, die Spieler haben sich geändert. Es ist ja heute so, dass die Spieler teilweise mächtiger sind als die Trainer. Außer, ich sage jetzt mal in Freiburg. Da ist es noch ein bisschen die alte Schule in Anführungsstrichen. Und wenn so ein Baumgart, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir zur heutigen Zeit spielen würden und der Baumgart steht 1,5 Jahre nur immer mit der Mütze und so. Ja. Und auch als Spieler, als damals, das fanden ja alle toll, wie der Hund da damals zu Corona-Zeiten. Ja, ich habe es gesehen, der Schäferhund. Ja, genau. Sowas kommt dann zurück, wenn du keinen Erfolg hast. Ja. Und die Spieler, die heute Fußball spielen, die lachen über sich. Was ist das denn für ein Clown? Glaubst du mir, die nehmen das doch gar nicht mehr ernst. Und deshalb sind die teilweise so schnell verbraucht, die Trainer. Und die Vorstände denken dann, okay, dann müssen wir hier neu holen, das geht ja nicht anders. Ob es immer die richtige Entscheidung ist,
das lassen wir dahingestellt, das sieht man ja. Aber in Freiburg, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe die Schwester kennengelernt vom Christian Streich. Ich habe damals auch noch gegen ihn gespielt, als er in Freiburg war. Und dann habe ich sie mal gefragt. Ich sage, hör mal, der Christian, der ist doch hundertprozentig noch viel früher. Wenn der sagt links rum, dann müssen alle links rumlaufen. Und wenn er in die Kabine geht, dann gibt es aber richtig. Ja, sagte, auf jeden Fall. Wer hat noch wirklich diese ganzen Geschichten? Da muss die Schwester noch stammstellen. Ja, so ähnlich. Alte Schule. Aber ist Wahnsinn, ne? Ja. Aber schau dir doch mal, Freiburg ist ja das beste Beispiel. Die Spieler, die dort weggehen, die kommen woanders gar nicht klar. Dann holt er die teilweise nach ein oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren wieder zurück. Und die funktionieren wieder. Und die funktionieren. Ja. Das ist unglaublich. Hier mit dem Griffo ist ja das beste Beispiel. Der ist da ja da. Der Herrgott. Der macht die Standards, alles ist toll. Und das finde ich enorm. Wobei er jetzt gesagt hat, dass er wohl nicht mehr lange Trainer sein wird. Ja. Er merkt auch, er kommt an seine Grenzen, weil wie der sich immer freut und manchmal auch enttäuscht ist, wie mitgenommen der wirkt. Ne? Da sieht man mal, welcher Stress diese Position auch aussagt. Ne? Ja, absolut. Also, dann sind viele Trainer schon sehr schnell verbraucht und deswegen muss man seine Art finden, dass man länger in dieser Position bleiben kann. Bin mal gespannt, wie die Entwicklung sein wird. Ich finde es eine total spannende Prognose oder ein spannendes Statement, das du abgegeben hast, indem du gesagt hast, nee, das wird sich irgendwann nochmal wandeln. Mir fehlt da die Fantasie. Ich glaube einfach, das kriegst du nicht mehr eingeholt, diese Schnelllebigkeit. Und natürlich auch hier der alte Satz, ist es einfacher, den Trainer auszutauschen als die Mannschaft, wenn es nicht läuft. Dass dieses Wechselspiel auch in Zukunft Bestand hat. Aber ich glaube, es wäre viel spannender, wenn es so kommt, wie du sagst. Ein Trainer müsste, glaube ich, auch eher so sein wie in England, mit mehr Macht ausgestattet und dann Leute haben, die bei Pressekonferenzen und so weiter und der Cheftrainer, der nur noch punktuell eingreift, beim Training, aber auch in der Öffentlichkeit, dann wäre der Verschleiß nicht so groß und das wäre eine Möglichkeit, auch länger dann im Amt zu bleiben. Das ist ein Ansatz. Und jetzt wechseln wir in die zweite Liga. Und ihr wart dabei, ne? Am vergangenen Wochenende. Das Topspiel in Liga 2, Schalke 04 gegen den Hamburger SV, 0-2 am Ende. Wie hast du es erlebt, Eddie? Ja, zuerst mal habe ich mich total auf das Spiel gefreut gehabt. Und ich hatte ja im Vorfeld auch gesagt, wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, besteht noch eine minimale Chance, auf Platz 3 möglicherweise weiter nach vorne zu kommen. Natürlich sehr optimistisch, aber wenn wir den HSV geschlagen hätten, glaube ich schon, dass das der Mannschaft auch einen Schub gegeben hätte. Ja, das Spiel selber, wir haben ganz gut begonnen. Dann haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Die Hamburger wurden ein bisschen überlegener, waren für mich auch spritziger als unsere Jungs, haben schneller umgeschaltet, haben auf unsere Fehler gewartet und dann sind sie schnell und geradlinig nach vorne gekommen. Dann haben wir ein Kopfballtor reinbekommen nach einem Ballverlust, Flanke. In der Mitte stand der Platz ganz frei. Weit und breit war kein Abwehrspieler zu sehen, weil sie nicht schnell genug zurückgekommen sind. Und dann hatten wir eine halbe Torchance durch die Rotte, einen Kopfball, einen Flugkopfball, aber das war nichts Großartiges. Ja, dann bekamen wir das 2-0 rein. Auch da haben wir wieder hinten in der Abwehr geschlafen. Aus dem Rücken raus kommt der Spieler. Erst haben wir uns auf der rechten Seite Brunner sich ein bisschen düpieren lassen. Dann kam der Pass nach innen, der Abwehrspieler hat geschlafen. 2-0. Dann haben wir noch einen gefährlichen Freistoß in der ersten Halbzeit, der oben an die Latte geht. Von Ovejan. Ja, Ovejan hat es gut gemacht mit dem linken Fuß. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit kamen wir raus, waren insgesamt aggressiver. Man merkte aber auch dem HSV an, die wollten das alles so ein bisschen verwalten. Dann hatte der HSV noch die große Chance zum 3-0. Den hat Kallas hervorragend von der Linie runtergeholt. Und wir spielten nach vorne. Wir haben jetzt nicht tolle Spielzüge gezeigt, aber wir haben uns ins Spiel reingekämpft durch unsere Aggressivität. Und dann hatten wir auch die eine oder andere Möglichkeit, einmal rechts am Pfosten, einmal links am Pfosten, mit ein bisschen Glück hätte das Spiel sogar 2-2 ausgehen können und keiner hätte was sagen können am Ende, weil die Mannschaft wirklich in der zweiten Halbzeit aggressiver, die haben keinen tollen Fußball gespielt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht, ich habe kaum einen Spielzug gesehen in den 95 Minuten, einen durchdachten Spielzug, es waren mehr so Zufallsprodukte teilweise, Stückwerk. Aber trotzdem, vom Engagement her, vom Fighten her, war das in Ordnung. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück wäre ein Punkt drin gewesen. Aber wir hatten an diesem Tag nicht das nötige Glück. Und dementsprechend haben wir das Spiel leider verloren. Mhm.
Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nein, ich habe es auch so gesehen. Ich habe uns sogar in den ersten 15 bis 20 Minuten super gesehen. Also das, was wir alle erhofft hatten, haben sie gezeigt, machen aber das Tor nicht. Und oft dann läufst du dann der Musik hinterher und bekommst einen rein. So war es dann auch. Individuelle Fehler gemacht in der Vorwärtsbewegung, den Ball verloren und dann stand der frei und so weiter. Und ich sehe aber eine Entwicklung zum Positiven. Das, was Didi alles gesagt hat, zeigt mir, dass der neue Trainer Gerets der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben hat. Der Spieler viel, viel besser, Seguin im Mittelfeld und auch Terodde und Keke Top, also die versuchen alles. Und ich glaube, Schalke 04 wird wohl nicht mehr Dritter werden. Nein. Hängt wohl nicht an diesem einen Spiel, sondern dass man erstmal nach unten schauen muss, weil Braunschweig macht seine Punkte, die wir beim nächsten Heimspiel haben. Jetzt sind wir auswärts in Kaiserslautern. Und aus den beiden Spielen müssen wir 3 bis 4 Punkte holen, um die auch auf Abstand zu halten. Und ich glaube, wenn man die Hinserie sieht und wenn man die Zahlen sprechen lässt, der geschossenen Tore und der gefangenen Tore, also wir haben viele Tore im Verhältnis geschossen, da sind wir, glaube ich, an 7. Stelle und an 16. Stelle bei den gefangenen Toren. Und wenn man dann mathematisch rechnet, ne, die Statistik macht man sich so schön, wie man es will, bleiben wir auf jeden Fall in der zweiten Liga und werden 10. oder 12. statistisch. Ne? Aber wie gesagt, da mache ich mir das jetzt ein bisschen schön, weil ich glaube, mehr ist in dieser Saison nicht drin als ein Mittelplatz. Und das Allerwichtigste ist, die Punkte gegen den Abstieg erstmal machen. Mhm. Denn du hast gesagt, bei Braunschweig, die kommen von unten, 3. Jo. Sieg hintereinander jetzt, die haben gewonnen beim Tabellenführer, bis dato, Kiel 2-1, ja. Und dadurch rutscht jetzt St. Pauli durch den Sieg wieder auf die 1, das sind Gefilde in der Tabelle, da hat Schalke nichts mehr mit zu tun, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber klar, Klassenerhalt ist jetzt das primäre Ziel. Ist das auch angekommen in den Köpfen der Spieler? Weil man sagt ja immer so schön, wenn du unten drin stehst, Klassenerhalt oder Klassenkampf, Abstiegskampf, so heißt das Wort, das musst du können. Das musst du annehmen können. Du musst dich mit der Situation auseinandersetzen. Du musst wissen, dass es um die Existenz des Clubs geht. Das musst du alles mit dir tragen, damit du das auch entsprechend ausfüllen kannst, diese Position da unten in der Tabelle. Ist das bei Schalke so? Ja, ich denke mittlerweile ja. Am Anfang vielleicht nicht so die ersten Spiele, aber mittlerweile glaube ich schon, dafür haben wir aber auch, wir haben jetzt einen Wilmot als Sportdirektor, der weiß, was es heißt zu fighten. Wir haben einen Mike Büskens, der weiß, was es heißt. Wir haben einen Trainer, der auch weiß, was es heißt, gegen den Abstieg zu spielen. Wir haben ja genug Leute, die den Spielern das auch in die Köpfe beibringen können. Aber ich bin zum Beispiel immer einer, der, egal wo er ist, immer wieder sagt, wer zum FC Schalke kommt, der muss diesen Verein leben. Wir brauchen nicht lieben, weil das ist ja der Arbeitgeber. Wir können ihn mittlerweile lieben. Das ist jetzt für uns was anderes. Aber er muss den Verein leben und er muss wissen, was dort gemacht werden muss. Weil du musst auf Schalke von der ersten Minute an, müssen die Leute sehen, dass du auch diesen Verein lebst. Du musst fighten, du musst alles geben. Dann gehen die Leute auch zufrieden nach Hause, wenn sie das sehen. Auch wenn man mal verloren hat, wie jetzt. Weil man sieht wirklich, die Mannschaft weiß darum und können, glaube ich, auch die Tabelle ganz gut lesen. Genau. Und wissen um die Problematik. Und das wird nicht das Problem sein, sondern nur, dass wir jetzt frühestmöglich die Punkte machen, um uns da hinten abzusetzen, dass dieser Rucksack nicht wie vor 2, 3 Jahren in der ersten Liga, wo wir fast über 40 Spiele nicht gewonnen haben. Und dafür ist auch Marc Wilmots da, der Mannschaft, diesen Rucksack beiseite zu nehmen. Und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Wird sehr spannend sein. Hoffentlich müssen wir nicht viel leiden. Denn da im Abstiegskampf, du weißt, du kennst dich da mit aus, ist es nicht ganz einfach. Weil wir sind ja beide, oder du bist ja nicht abgestiegen, aber ich bin mit Schalke auch mal abgestiegen. Und ich weiß, du kommst in eine Spirale rein, wo gar nichts mehr geht. Du versuchst alles, aber es klappt nicht. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich die Punkte gegen den Abstieg machen. Hm. Du bist mit Schalke auf- und abgestiegen. Ja, beides, ja. Beides, ja. Ja. Du kennst die beiden Fahrtrichtungen des Aufzugs sozusagen. Thema auch ist immer die Personalie auf Schalke, Simon Terodde.
Also da ist ja für viele klar, eigentlich, wenn er fit ist, muss er spielen. Ja. Und die Tore schießt er auch in der zweiten Liga. Mehrfach Torschützenkönig ja. gewesen in der Vergangenheit in der zweiten Liga. Wo hat es bei ihm noch so ein bisschen? Ich sehe die fehlenden Zuspiele. Also er hat nicht so diese Zuspieler, die ihm dann die Tore möglich machen. Oder ist das Spiel nicht so auf ihn zugeschnitten, wie es sein müsste? Wo hat es da, dass er nicht seine 15, 20 Tore macht jetzt, wie in der Vergangenheit? Jetzt am letzten Wochenende muss ich sagen, hat er manchmal, wenn eine Flanke reinkam, ein bisschen unglücklich agiert. Manchmal kam die Flanke auch schlecht, aber es waren auch ein, zwei Flanken dabei, wo er hätte wirklich nur den Kopf hinhalten brauchen und hatte den Ball manchmal nicht getroffen oder hat ihn falsch berechnet gehabt. Ich weiß, was du meinst, wenn ich einmal kurz sagen kann. Vielleicht war es auch dann der Gegenspieler, der es gut gemacht hat. Ja. Ne? Weil du bist ja Abwehrspieler gewesen. Ja. Ne? Und die Hamburger sind da auch gut vertreten. Obwohl Schonlau nicht gespielt hat, haben sie wirklich gute Leute im Kopfballspiel dort gehabt. Ja, waren schon. Und da schienen sie mir auch besser zu sein. Ansonsten ist aber Simon Terodde, für mich, bin ich ganz ehrlich, muss bei uns immer von Anfang an spielen. Sicherlich, wir brauchen noch Leute, die ihn bedienen können. Lassme ist leider Gottes ein schneller Mann, aber noch nicht so weit, um eine Flanke zu schlagen oder einen guten Pass in die Mitte zu bringen. Das fehlt einfach nur. Mohr hat ja immer Licht und Schatten, finde ich, so ein bisschen. Aber wenn jetzt Mörkin wieder spielt, Mörkin ist auch ein guter Linksfuß, wenn er über die linke Seite kommt. Ove Johan schätze ich auch stark ein mit seinem linken Fuß. Die Standards waren jetzt auch schon ein bisschen besser. Wir brauchen Terodde und Terodde wird auch jetzt in der Rückrunde noch das eine oder andere wichtige Tor für uns schießen. Und vielleicht ist es jetzt schon am Betzenberg. Das wird ja sowieso das nächste Spiel und heiß sein. Und wichtig ist auch, dass wir mehr Ballbesitz als der Gegner haben. Das war jetzt, glaube ich, gegen Hamburg der Fall. Das haben nicht viele Mannschaften. Am Anfang der Saison hatten wir immer viel zu wenig Ballbesitz. Ja. Und wenn wir jetzt mehr Ballbesitz haben und mehr nach vorne spielen, dann kommen die Flanken von Ove Jan, von Brunner, von Lassme eher nicht. Dem muss man versuchen, viel mehr in Position zu bringen, dass er seine Schnelligkeit ausspielen kann. Und dann, glaube ich, können wir auf jeden Fall die Klasse erhalten. Ja, ich habe die Tabelle vor mir. Schalke auf der 14 aktuell mit 20 Zählern. Und jetzt kommt es zum Duell auf dem Betzenberg bei Lautern. Die sind Tabellennachbar auf der 15 stehend, 18 Punkte. Dann geht es zu Hause gegen Braunschweig. Die stehen auf der 16 mit 17 Punkten. Also das sind jetzt so diese, wie sagt man, 6-Punkte-Spiele gegen den Abstieg. Wenn du da jetzt im Idealfall 6 Punkte holst, dann hast du da erstmal so ein Stück weit Ruhe. Deswegen vorausschauend, euer Tipp, wie geht's aus auf dem Betze? Na gut, erstmal muss man ja sagen, Kaiserslautern steht auch enorm unter Druck. 0-2 verloren jetzt am Wochenende. Ich habe gehört, Gramozis wackelt auch schon. Unser ehemaliger Trainer. Kaum da schon wackelt er. Sicherlich da sind wir wieder beim Trainergeschäft. Ja. Ganz genau. Sicherlich, das darf nicht sein. Ja. Sicherlich wird er in die Mannschaft heiß machen, gerade gegen Schalke, weil er ist ja, muss ja damals gehen. Und ich glaube aber trotzdem, dass unsere Mannschaft dort was holen wird. Ich gehe von einem Punkt aus und glaube dann auch wieder, dass wir sehr selbstbewusst in das Spiel gegen Braunschweig gehen und dann möglicherweise, wenn wir wieder so fleißig sind wie in der zweiten Halbzeit, uns dann auch belohnen. Dann gehen die Bälle vielleicht auch mal an den Pfosten und dann rein. Vielleicht haben wir dann mal das große Glück. Sicherlich müssen wir auch gucken, unsere Innenverteidigung gefällt mir noch nicht so ganz, unser Sechser. Aber wir haben auch nicht großartig Alternativen im Moment, die dort spielen können. Also müssen wir auf diese Spieler bauen und dürfen nicht nur auf diese Spieler schimpfen, sondern man muss ihnen halt Selbstvertrauen geben, weil wir haben keine anderen. Aber Olaf, du weißt, wie es ist, auf dem Betze zu spielen. Oh ja. Allein im Mannschaftsbus, die Fahrt da hoch, wenn da die Fans in Rot und Weiß stehen. Oder mit Bayern, es waren immer schwere Gefechte und ausverkauft wird es sein. Und ich bin aber mit Didi einer Meinung, dass wir den Ball flach halten müssen, weil jetzt in der Tabellensituation das Heimspiel verloren gegen Hamburg, da können wir doch jetzt nicht sagen, die beiden schießen wir locker weg. Deswegen Punkt auf dem Betze. Zu Hause gewinnen gegen Braunschweig, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Wir machten das Rennen oben. Also Hamburg ist ein bisschen der Gewinner des Spieltags, das haben wir ja gerade schon festgehalten. Der HSV und natürlich auch St. Pauli, die jetzt auch haben gewinnen können. 2-0 gegen Lautern, St. Pauli auf der 1, dann kommen die Kieler, die Hamburger auf der 3. Gibt es am Ende einen Hamburger Doppelaufstieg oder macht das Rennen? Ja, erstmal ist das schon Wahnsinn, dass 3 Nordvereine dort oben stehen und die ersten 3 Plätze belegen. St. Pauli, glaube ich, die schaffen es dieses Jahr, dass sie ein Level halten. Der Trainer dort, seit er im Amt ist, kommt richtig gut an bei den Jungs. Kiel, weiß ich nicht, ob sie es auf Dauer halten können.
Man hat jetzt schon gemerkt, Braunschweig, erstes Spiel verloren, 2-1. Mannschaften wie Fortuna sind da dran, Fürth ist auch dabei, darf man auch nicht unterschätzen. HSV, glaube ich, dieses Jahr ist es wirklich soweit. Vielleicht war es auch gut für den HSV, dass sie an dem Walter festgehalten haben, muss man ganz ehrlich sagen. Er war ja sehr nett, der Baumgart wurde ja schon gehandelt und zig Leute und wollten ihn ja weghaben, aber sie haben zu ihm gehalten und die Mannschaft hat dem Verein, aber auch dem Trainer jetzt gezeigt, Moment mal, wir stehen zu dir, Trainer, wir marschieren für dich und haben jetzt diese 3 Punkte geholt. Dementsprechend denke ich, es gibt einen Hamburger Doppelaufstieg. HSV und St. Pauli. Wir beide haben ein gutes gemeinsames Gefühl. Wer auf Schalke so spielt und so gewinnt, am Ende dann gar nicht mal so glücklich, aber einfach, sie haben das gewisse Etwas. Deswegen glaube ich auch, dass sie es diesmal direkt schaffen. Und St. Pauli, die gefällt mir als Mannschaft am besten von allen. Die werden Erster und Düsseldorf, Kiel, die streiten sich mit Fürth dann um den 3. Platz. Alles andere ist, glaube ich, dass sich eine Mannschaft da von hinten nochmal so ranrobbt, glaube ich eher nicht. Der Norden schlägt zu. Der Norden schlägt zu und Schalke bleibt dann am Ende souverän in der Klasse. Im Mittelfeld wird man sich da positionieren und dann nächstes Jahr aufsteigen. Das ist zumindest dann die große Hoffnung wahrscheinlich, aber das behandeln wir nicht mehr in dieser Folge. Es ist generell schon viel vorausgeguckt worden und dann gucken wir mal im Mai, ne, bei der großen Abrechnung, inwiefern euer Wort jetzt dann auch Bestand hat. Da bin ich echt zuversichtlich. Werden wir daran gemessen dann? Absolut, ja, natürlich, ja, ganz klar. Nein, aber das Schöne ist ja auch beim Premium Talk, wir schauen jede Woche auf das, was sich ereignet in der Fußball-Bundesliga, in der ersten und in der zweiten. Wir gucken insbesondere natürlich auch immer wieder auf Schalke. Wir werden das Spiel gegen Lautern analysieren, dann wahrscheinlich wieder mit einem anderen Gast. Didi, Abschlussfrage an dich, Olaf. Wenn man sagt, okay, wir haben jetzt schon viele Etablierte, auch die ganzen Eurofighter mittlerweile im Verein zurück, mit eben zum Beispiel Büskens, mit Wilmots. Wenn man da auf dich zukäme und sagt, wir brauchen jetzt noch jemanden, der nochmal mit anpackt. Der Tore schießt, ne? Der Tore schießt. Ja, ja. Das geht leider nicht. Also auch Marc Wilmots kann keine Wunder vollbringen. Eurofighter hin oder her. Ich bin froh, dass er da ist und man muss ihm auch ihm jetzt ein bisschen Zeit geben, nicht nur den Trainern und dem Trainer, sondern ich bin da guter Dinge, dass wir da einen Schritt weiterkommen und ich stehe immer Gewehr bei Fuß. Meine Aufgaben sind ja bei der Traditionself Sponsoring Marketing, aber wenn ich gefragt werde, dann sage ich auch, was ich denke und habe mit Marc auch ein paar Mal jetzt gesprochen und ich denke, Schalke 04 ist auf dem richtigen Weg. Aber wir brauchen Geduld, Ball flach halten und ob es dann nächstes, übernächstes Jahr ist, um aufzusteigen, wir müssen jetzt erstmal daran denken, in der zweiten Liga zu bleiben. Genau. Im Hier und Jetzt, da gilt es, die Hausaufgaben zu machen. Haben wir hoffentlich auch heute, ne, Didi? Also waren ja, ich denke schon. Für unsere erste Folge. Okay, oder? Wie hat es dir gefallen bei uns? Ja, sehr. Ich würde gern wiederkommen, aber ich darf ja nicht. Aber vielleicht, nein, das haben wir nicht gesagt. Nein, war auch nur ein Spaß. Deswegen unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Dingen im Kopf. Aber Didi ist ja Turm in der Schlacht. Ne? Ja, nee, absolut. Und ohne den geht ja nichts. Ganz lieben Dank fürs Mitdabeisein. Vielen Dank, dass du uns beehrt hast, Didi. Ja. Bei dir kann ich immer nur sagen, bis nächste Woche. Das freut mich sehr, weil da gibt es wieder eine Menge danke, Fußball. Danke, gerne. Zu analysieren und das war's auch schon. Die erste Folge jetzt auf allen Kanälen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bleibt munter, positiv und Glück auf. Behaltet eure gute Laune. Auf. Ciao.